Im ersten Moment hat man hier in der Freien Strasse das Gefühl gehabt, es sei ein Grossaufmarsch, eine Demonstration. Und ja, es war eine Demonstration, nämlich von der Nächstenliebe. Der Invalidenverband Beider Basel hat eine grossartige Aktion gemacht. Markus, erzähl mir doch schnell, was habt ihr dieses Jahr gemacht? Also es ist der 47. Oberverkauf für Behinderte und Betagte, den wir durchführen. Das passiert immer in einem Warenhaus. Wir haben hier vier, die im Turnus mitmachen, also jedes Jahr einander. Diesmal sind wir im Pfauen. Es sind an die 200 Leute, die hier kommen. Inklusive 54, wenn ich gerade richtig bin, Samariterinnen und Samariter, die uns hier tatkräftig unterstützen. Das heisst nicht uns, die IVB, sondern die Besucher, die kommen, die werden begleitet, im Rollstuhl herumgeschoben oder halt eben ein Täschchen heben und was auch immer. Ein Anlass, der in der heutigen Zeit doch auch immer wieder Fragen aufwirft, ist das noch zeitgemäß, braucht man das heute noch mit Internet und all dem. Nur unser Zielpublikum, halt eben die Behinderten und Betagten, das ist nicht Generation Internet, die geht noch einkaufen und sie lieben es eigentlich in der Ruhe, die da innen herrscht, eben nicht das Gedränge vom normalen Weihnachts-Einkaufsstress, den wir alle kennen, dem können aus dem Weg gehen und in aller Ruhe da können etwas posten für die Weihnachten. Wir haben auch gesehen, es hat eine kurze offizielle Eröffnung gegeben. Die Regierung Beider Basel war sogar da gewesen. Ich denke, auch das war ein klares Signal gewesen. Hat das denn keine Probleme gegeben von Seiten Basel, dass ihr jetzt hier reinfahren mit dem Auto? Ist das eine Spezialbewilligung gewesen oder ist man da euch auch entgegengekommen? Jetzt lacht er. Ja, also es ist so, dass die IVB ja eigentlich nicht nur an dem Oberverkauf unterwegs ist mit Fahrzeug, sondern das ganze Jahr durch, jeden Tag. Und wir haben natürlich Zufahrtsbewilligungen für die verkehrsfreie Zone hier. Von dort her war es kein Problem gewesen. Man kann noch darüber diskutieren, ob es ein Problem ist, dass nicht alle Behinderte, die mit dem Auto kommen wollen, einen Parkplatz finden, weil es halt noch zu wenig gibt. Aber eigentlich sind wir zufrieden und es funktioniert ja auch bestens. Charles Thüring, in Vertretung eigentlich von deinem Amt, das du hier im Invalidenverband hast, bist du natürlich heute auch wieder da. Aber ich glaube auch für dich etwas Spezielles, diesen Moment immer zu erleben, so einkaufen. Ja, das ist etwas Schönes. Du siehst eigentlich, wie die unsere Kunden, die wir eigentlich haben, plötzlich der Mittelpunkt können sein im Einkauf. Und sie genießen das, dass unsere Invaliden, also einfach unsere Mitglieder, können sich bewegen, kein Gestürm ringsumher, sie können fahren, sie können herfahren, wo sie wollen. Und sie haben Hilfe, was sie bedienen tun. Und wenn das genau beobachtest und schaust, dann siehst du, dass die Freude abgeht. Und da habe ich auch Freude dran. Das ist eine gute Sache. Ganz illustre Besuch habe ich jetzt angetroffen. Colette Greder ist unterwegs. Colette, erzähl doch gerade selber, wer hast du dabei? Wer tust du hier heute oben betreuen? Also die Erika Scherer und Sabine. Sie sind zwei Nichtsehende, die in Basel wohnen. Und wir kennen uns schon lange, wir sind befreundet. Haben aber heute gerade den Papi von der Sabine beachtigt. Und wir kommen von Olden. Und dann haben wir die Erika abgeholt, dass wir doch noch schnell den Oberverkauf genießen können, weil wir machen das jedes Jahr. Also ihr habt das natürlich gewusst. Jetzt, wie ist das für dich? Du gehst ja für dich selber auch einkaufen. Siehst du jetzt so grosse Unterschiede oder ist es da wirklich, dass man ein Stückchen Herz mehr und ein bisschen mehr Zeit an den Tag legt? Ja, man muss schon ein bisschen mehr Zeit haben, weil man muss auch erklären, was das Material ist und welche Farbe es hat. Also jetzt habe ich nicht gesehen, jetzt noch Farbe, aber Erika sieht weniger. Und dann muss man sich erklären, was es ist und welche Materien und so weiter. Erika, wie ist das so mit der Colette unterwegs? Ja, das ist sehr schön und toll, dass sie uns begleitet am Oberverkauf. Und da haben wir noch mehr Zeit, um die Sachen anzuschauen. Und sie erklärt sehr gut. Ja, das ist so toll. Routine. Ja, genau. Sabine, sag mal, macht sie denn amis auch mal einen Spruch auf Elsässerdeutsch oder so? Kann man sie, singt sie amis sogar noch ein Liedli unterwegs? Ja, sie singt auch mal ein bisschen vor sich hin. Da summt man einfach mit. Also, dann wünsche ich euch noch viel Spass. Genießt euren Einkauf. Danke. Merci, Dani.
Rolf, wie ist das so für die Pfauen, das Gefühl dabei, da jetzt mit diesen Leuten mal in aller Ruhe und nicht in einem geschäftstreibigen Stress umzugehen? Ja, es ist sicher im Moment Weihnachtszeit, die sehr hektisch ist, eine willkommene Abwechslung. Es ist dankbar auch für die Leute, ein bisschen zu verschnaufen, aber trotzdem können im alltäglichen Business zu sein, sich Zeit nehmen für die Kunden. Das ist sicher ein riesen Vorteil, den wir haben in diesem Anlass. Und es werden noch extrem hektische Zeiten für uns zukommen, und deshalb geniessen wir den Abend im Speziellen. Jetzt haben wir ja das ganze Haus sowieso ist gerüstet für auf die Weihnacht, für auf den ganzen Weihnachtsverkauf. Ist jetzt das aber ein Oben, wo sich jetzt extrem als Einbuße auch in den Büchern niederschlägt? Ich nehme an, das ist ja auch von dem her einen gewissen Aufwand jetzt? Ja, es ist ein Aufwand, aber ich denke, es ist ein Aufwand, der sich lohnt im sozialen Bereich. Es ist auch eine Sensibilisierung für unsere Leute. Der Alltag ist sehr hektisch, wie ich es vorher schon gesagt habe. Und ich denke, gerade vor allem jetzt in dieser Phase ist es ein Engagement, es ist eine Investition, auch in eine gute Tat. Weil Weihnachten steht für Besinnlichkeit, Ruhe und auch, dass man nicht nur jeden Tag, sondern öfters einmal eine gute Tat macht, und ich denke, das ist genau die Gelegenheit.